den Fummelbaum. Also ich kannte nur Fummelbretter und ich habe diesen Baum gesehen und mich verliebt in diesen Baum. Auch der Schorne. Der Baum hat, das ist ein Baumstamm, der hat also nicht nur die Kratzmöglichkeiten, was sehr wichtig ist, zum Kratzen markieren, sondern hat aber Löcher auch drinnen. Und ihr werdet gleich sehen, warum das so wichtig ist. Das heißt, wir haben ein Fummelbrett, das ich benutzen kann, vertikal. Aber wir haben jetzt diesen Fummelbaum ganz, ganz neu, den man benutzen kann. Entschuldigung, das Fummelbrett ist horizontal, Fummelbaum ist vertikal, das heißt nach oben gerichtet. Ich gebe einfach Leckerlis in den Fummelbaum hinein und ihr könnt jetzt beobachten, was da so passiert. Nachdem es der Fummelbaum ist, vom Schaum bekommt, dann werde ich natürlich immer extra seine